So Leute, hier sind wir beim nächsten Booster. Dieses Mal, lange ist es ja, dass ich es aufgemacht habe. Mystery Booster. Ich habe noch ein paar Mystery Booster bekommen. Also ein paar, nicht viele, ein paar weniger. Und ich glaube, das sind alles Booster aus der Reprint Series. Fühlt sich zumindest von der Verpackung so an. Die sind ja ein bisschen lüttiger, ein bisschen schlechter. Aber Mystery Booster hat Spaß gemacht. Mystery Booster war fun. Mystery Booster war cool, vor allem da ich ja auch irgendwo ein Convention Pack davon aufgemacht habe, weil wir auch auf einem Grand Prix davon was bekommen haben. Wir haben unsere komische Ordnung. Erstmal zwei weiße Karten. Einmal Refurbish für 4 Mana, Sorcery, bringt man eine Art Akt aus dem Prelude zu ein Spiel. Ja, doch ein Spiel. Geist of the Moon, 3 Mana 3 Hins fliegend aus M25, was ein Reprint ist aus M15. Geil. Shaper Parasite, 3 Mana, 2-3 mit Morph. Wenn er abgefaced wird, kriegt er +2/+0 oder +2/-2 oder -2/+2. Storm Sculpture, Merfolk Wizard, 4 Mana, 3-2, kann ich blocken. Wenn er ins Spielfeld kommt, kann man eine Kreatur auf die Hand geben. Dann ist das Motorrad auch weg. Nameless Inversion, 2 Mana, 1-3, Tribal Instant Shapeshifter, geil. +3/-3 und man verliert alle anderen Typen. Okay. Wow. Ein Demonic Tutor. Nice. 2 Mana Sorcery. Man durchsucht sein Deck nach einem Arena-Karten, nimmt die auf die Hand und mischt danach sein Deck. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Act of Treason. 3 Mana Sorcery. Man bekommt die Kontrolle über eine Kreatur. Sie wird enttappt und bekommt Eil bis zum Ende des Zuges. Hammerhand, 1 Mana Aura, wenn sie ins Spielfeld kommen, kann eine keine Kreatur in diesem Zug nicht blocken. Die verzauberte Kreatur kriegt +1/+1 und Eile. Ranger's Guile, 1 Mana Instant, eine Kreatur kriegt +1/+1 und Hexproof bis zum Ende des Zuges. Oh, nicht schlecht. Ren's Run Vanquisher, 2 Mana 3-3. Wenn er ins Spielfeld kommt, muss man eine 11-Karte von der Hand vorzeigen oder nochmal 3 Mana bezahlen. Und sie hat Death Touch, okay. Death Reap Ritual. Okay, 4 Mana Verzauberung mit Morbid am Ende des Zuges. Falls eine Kreatur gestorben ist, zieht man eine Karte. Crozen Verge, die ist cool. Kommt getappt ins Spiel, tappen für ein farbloses 2 Mana tappen. Man kann sein Deck nach einer Plains oder Forest und einer Forest Card durchsuchen, die ein Spiel getappt ins Spiel bringen. Oh, Worte, schwierig. Und Aura Scherben, oh, nicht schlecht. 3 Mana Enchantment. Immer wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, zerstört den Artefakt oder eine Verzauberung. Wir haben eine Menge grün-weißen Stuff und den Demonic Tutor. Und wir haben Spawning Grounds. Okay. 8 Mana Enchantment. Man enchantet ein Land und das enchantet Land hat Tappen. Man kriegt einen 5-5 Beast Token mit Trampel. Und ein Lapse of the Certainty. 3 Mana Counter, Target Spell. Also man countert ein Spell. Und wenn er gekontert wird, wird er oben aufs Deck gelegt, statt in den Friedhof. Ja, weiße Counterspells. Ist nicht so meins. Das ging jetzt ziemlich schnell. Ich freue mich tatsächlich hauptsächlich über den Demonic Tutor. Die Rares waren nicht so geil. Aber ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Oblexit. Ciao, ciao.